willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich noch schnelle und vor allen Dingen leckere und gesunde Blaubeermuffins backen und das ganz ohne Zucker. Ich habe gedacht, ich mache jetzt noch schnell was fürs Wochenende. Ich hoffe, euch interessiert das Rezept. Bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß bei meinem Video. Als allererstes brauchen wir jetzt 2 reife Bananen. Deckel drauf und die zerkleinere ich jetzt 10 Sekunden auf Stufe 5. Danach kommt eine halbe Tasse Haferflocken in den Mixtopf dazu. Ich wiege das jetzt noch mal schnell für euch ab. Das waren 80 Gramm. Ein Ei kommt dazu. Ein Teelöffel Natron, so, und das Ganze verrühre ich jetzt 10 Sekunden auf Stufe 5. Jetzt schiebe ich alles einmal vom Rand runter. Und gebe 50 Gramm schöne frische Heidelbeeren dazu. So, Deckel aufsetzen und die lasse ich jetzt nur ganz kurz, nur 5 Sekunden mit Linkslauf auf Stufe 1 unterrühren. Bevor ich jetzt den Teig in meine Silikonmuffinförmchen fülle, werde ich noch schnell den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Nun verteile ich den Teig in die Silikonmuffinförmchen, die ich hier schon kalt ausgespült habe. Und ich zeige euch nochmal den Teig kurz, der sieht jetzt so aus. Jetzt setze ich noch ein paar Heidelbeeren oben auf den Teig drauf. Und nun werde ich meine Muffins für ca. 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze backen. So, meine Lieben, das sind die fertigen Muffins, die gesunden Heidelbeermuffins. So sehen sie jetzt aus. Man könnte, wenn man wollte, natürlich noch ein bisschen Puderzucker drüber streuen. Dann würden sie wahrscheinlich noch ein bisschen hübscher aussehen. Aber das möchte ich jetzt mal nicht machen, weil ich ja gar keinen Zucker dran machen möchte. Und also sie schmecken auch so wirklich hervorragend und sie duften vor allen Dingen so lecker nach Banane. Also probiert sie unbedingt aus, gerade wenn ihr mal so ganz schnell ein kleines Küchelchen braucht. Ein paar Muffins einfach nur so, dann gehen sie wirklich ratzfatz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Genießt die Zeit, das schöne Wetter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!